Also erstmal wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und schön, dass du wieder dabei bist. Ja, und gleich mal eine Frage. Ich bin ja mal neugierig. Von wo schaust du denn zu? Heute gibt's wunderbare Leber. Und du wirst dich vielleicht wundern, warum die Leber jetzt hier so das ist Milch eingelegt habe. Dadurch, dass ich die Leber jetzt hier in Milch eingelegt habe, wird sie zarter. Die Leber nehme ich jetzt kurz aus der Milch raus. Lasse abtrocknen. Dann packe die hier rüber in die Schüssel. Dann habe ich hier noch Zwiebeln. Bei den Zwiebeln habe ich heute zwei Stück. Die halbiere ich kurz. Dann schneide ich hier so eine Streifen. Ja, und heute Nachmittag habe ich noch vor, einen Kuchen zu machen. Schauen wir mal, Ostern steht ja an. Da habe ich vor, etwas für Ostern vorzubereiten. Schreib mir doch mal in den Kommentaren, wie du das Thema Ostern siehst, ob du da ganz gerne ein paar Videos von mir dazu haben würdest. So, die Zwiebeln sind geschnitten. Jetzt habe ich hier noch einen Apfel. Das ist die Berliner Art. Also du kannst Äpfel dazu machen, musst es nicht. So, das Kerngehäuse raus. So, nachdem das Kerngehäuse raus ist, tue ich die Äpfel auch in so eine Schnitt schneiden. Dann, was mich ganz besonders freut, das ist auch, dass mein Buch so super ankommt. Hat es jetzt schon 50 Bewertungen. In drei Rubriken ist es bei Amazon auf Platz 1, bei Bestseller. Das ist echt super. Damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Ja, ich habe mir auch viel Mühe gegeben bei dem Buch, bei dem Erstellen. Die Fotos, da hätte ich mir zwei, drei besser gewünscht, aber die hatte ich halt nicht. Ja, ich bin noch kein Food-Fotograf. Ja, mal schauen. Vielleicht erstelle ich auch noch ein weiteres Buch. Würdet ihr euch das wünschen? Schreibt mir doch mal einen Kommentar unten rein, ob du dir noch ein weiteres Buch wünschst. Und wenn ja, in welche Richtung? In der Richtung mit Backen, Kochen? Da, also Kuchen, Brot und so, die Richtung da mit der Heißluftfritteuse? Oder was interessiert dich denn da so besonders? Das würde mich mal interessieren. Dann könnte ich das nach deinen Wünschen auch erstellen. Und ich habe ja einiges gelernt inzwischen auch, was ich noch besser machen kann bei dem Buch, obwohl ich mir schon sehr viel Mühe gegeben habe. Aber man kann ja immer noch wieder was besser machen. So, aber jetzt geht es mit meiner Leber hier weiter. So, die nehme ich jetzt erstmal da raus. Jetzt trocke ich hier noch etwas ab. Das langt schon. Dann gleich das Tuch wieder runternehmen, damit sie es jetzt gar nicht so festsetzt an dem Tuch. Und sonst habe ich die Fusseln von dem Tuch an der Leber. Das möchte ich ja nicht. Ich möchte nur, dass sie etwas abgetrocknet ist. So, die Vorbereitungen sind soweit fertig, dass mir jetzt direkt in die Heißluftfritteuse rübergehen kann. Ich mache es mal anders. Ich hole die Schale mal hierher. Denn hier habe ich doch besser Licht. Die kann ich jetzt besser zeigen. Also die unterste Schicht jetzt hier. Verteile ich meine Äpfel. So. Und darüber kommen jetzt die Zwiebeln. Also ich mache die Zwiebeln noch ein klein bisschen so auseinander. So, hier habe ich ja meinen Ölsprüher, den ich leicht schüttle. Jetzt kannst du es auch vielleicht sehen, wie fein jetzt hier der Ölverstäuber ist, dadurch, dass ich hier ein klein bisschen Wasser unten rein habe. Ich habe auch mal noch ein Video erstellt mit so 10 Tipps, was ich so mache, weil ich wurde danach auch gefragt. Das findet ihr auch hier in meinem YouTube-Kanal. So, jetzt ist es im Prinzip schon so weit fertig, dass ich die Leber jetzt hier gerade nehmen kann. Die lege ich jetzt gerade da oben drüber. Dieses Mal probiere ich das, ohne dass ich sie in Mehl gewendet habe. Ich habe sie auch schon in Mehl gewendet. Das ist jetzt hier Rinderleber, die ich da habe. So, dann schauen wir mal. Der schalte ich jetzt ein, 180 Grad für 15 Minuten. Ja, und gestern hatte ich auch so eine Muffins gemacht. Und
So sehen die aus. Video folgt noch. Ja, und hier habe ich auch eine Flasche Eierlikör. Ostern, da gehört Eierlikör irgendwie dazu. Und das Rezept kommt auch demnächst. Also in Kürze sogar. Der Ostern steht ja kurz vor der Tür. Du siehst jetzt, wie die Leber geworden ist. Ich habe es einmal in der Mitte durchgeschnitten, damit du es sehen kannst. Es ist butterzart geworden. Die Zwiebeln dazu. Ja, jetzt noch Kartoffelbrei. Und essen. Lecker. Und wenn ich die ansteche, merke ich, dass die butterzart ist. Ja, und nach der Hälfte der Zeit hatte ich sie einmal gedreht. So, jetzt habe ich ja nun keine Soße dazu. Ich habe jetzt hier diese Rahmsoße von Knorr. Da habe ich jetzt etwas Pulver da reingemacht. So, und jetzt habe ich hier noch etwas Wasser. Kippe ich da etwas oben drüber. Und das koche ich jetzt kurz auf. So, fertig angerichtete Leber. Richtig lecker. Die Soße so dazu gemacht, wie ich gerade im Video gesagt hatte. Top. So, jetzt bin ich mit der Kamera mal etwas näher rangegangen und habe auch die Leber mal aufgeschnitten, damit du auch von innen mal die Leber sehen kannst. Und die war richtig lecker. Also ich habe sie jetzt zum Schluss dann erst gewürzt, weil Leber würzt man ja nicht vorher schon, sondern ganz zum Schluss dann nachher Salz und Pfeffer oder je nachdem, was du, wie du halt die Leber würzen möchtest, so kannst du das machen. Ja, und hier habe ich jetzt mal so eine kurze Fotokollage erstellt von den Videos, die ich alle so schon, was heißt alle, ein paar, die ich so schon mal hier erstellt habe. Also wirklich nur ein paar Fotos mal rausgesucht und zusammengestellt. Ja, als Inspiration, wo du mal schauen kannst, diese Videos, die habe ich alle schon erstellt. Und das findest du jetzt auch hier auf dem YouTube-Kanal. Ja, also so eine Rolle da oder die Pommes, wie du ganz einfach die Pommes machen kannst da. Oder der Schinkengulasch, der ist auch sehr lecker, sehr beliebt. Also so mal so eine kurze Übersicht, dass du nochmal so Anregungen kriegen kannst. Vielleicht auch mal stöberst, was finde ich denn hier noch, was könnte ich denn noch so Schönes kochen? Also ja, inzwischen ja über 100, also ich glaube 150 oder sogar mehr Videos sind es inzwischen, die ich erstellt habe, die du jetzt hier auf meinem Kanal findest. Ja, und wie ich schon so öfters gesagt habe, Fragen, Wünsche, Anregungen, schreib das einfach hier unten im Kommentar rein und ich schaue, was ich daraus machen kann. Und jetzt ganz viel Spaß beim Nachkochen. Wenn dir meine Videos gefallen, dann abonniere ganz einfach meinen Kanal und du bekommst immer die neuesten Videos sofort angezeigt. Und hier unten links bekommst du weitere ausführliche Informationen zum Rezept. Und verpasse keine Tipps von mir.